Heute ist Türchen Nummer 9 dran. Viel Spaß bei diesem Projekt. Ich möchte heute so ein wunderbares Täschchen für Haarschmuck machen, und zwar für Mädchen oder auch für Erwachsene, je nachdem, wem man es verschenken möchte. Die kann man zuklappen und mit einem Knopf verschließen. So ist der Haarschmuck gut aufgehoben, praktisch für unterwegs und auch für zu Hause, dann ist alles aufgeräumt. Für das kleine Täschchen habe ich hier zwei Baumwollstoffe vorbereitet, etwas Volumenvlies, eine Samtkordel, man kann auch was anderes nehmen und ganz viele verschiedene Bänder. Einen Knopf habe ich auch noch. Als erstes lege ich mich fest, welche Größe mein Täschchen haben soll und welcher Stoff nach innen und nach außen kommt. Ich habe mich jetzt noch entschieden, auf das Täschchen einen Schriftzug drauf zu stecken. Man könnte es auch natürlich drauf applizieren. Dafür druckt man sich einfach das Wort aus oder die Buchstaben oder malt sich das von Hand auf und schneidet die aus dem Stoff aus und appliziert es drauf. Ich habe mal eine Mütze gemacht mit Applikation, da habe ich genau erklärt, wie applizieren geht. Das kann ich euch unten in die Infobox verlinken, falls jemand nicht weiß, wie applizieren geht. Ich habe mir jetzt hier für meinen Schriftzug so einen bügelbaren Stickvlies ausgeschnitten. Da der andere Stoff etwas bunt ist, nehme ich mir jetzt diesen für meinen Schriftzug, bügel das auf die linke Seite. Und zwar ist dieses Bügelvlies hier etwas glatter und hier etwas rauer. Und mit der glatten Seite lege ich das auf die linke Seite, bügel es drauf und dann kann ich hier einen Schriftzug dann reinsticken. Also ich sticke es erstmal und dann schneide ich das zu. Meine Maschine habe ich jetzt schon vorbereitet fürs Sticken. Zum Sticken benutze ich solche Schmetzsticknadeln. Mit denen klappt es bei mir am besten. Die ganzen Utensilien, die ich immer zum Nähen benutze, verlinke ich euch unten in die Infobox. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I'll be home for a couple of days, wander around with you, you and me in the cold. So sieht jetzt mein gestickter Schriftzug aus. Mädchenkram habe ich mir jetzt überlegt und das möchte ich vorne auf den Verschluss drauf machen sozusagen, und jetzt zeichne ich mir mal ein, wie ich ausschneiden werde. So, hier habe ich dann eingezeichnet die Größe, die es haben soll, und jetzt soll das ja im vorderen Bereich sein. Man könnte es hier also spitzig zulaufen lassen oder rund. Ich runde das Ganze etwas ein vorne im vorderen Bereich. Und jetzt schneide ich das Ganze hier mal aus. Das Stickvlies von der anderen Seite kann man einfach abziehen. Vorsichtig. Dann kann man das Ganze auch einmal bügeln, dass es schön flach wird. Und hier die ganzen Zwischenfäden kann man auch entfernen. So, mein Vorderteil habe ich jetzt noch etwas eingeschmälert. Das ist jetzt bei mir 12 cm x 25 und das möchte ich da dran nähen, dass es aus zwei Farben besteht. Und das habe ich dann 25 x 25 cm zugeschnitten. Jetzt lege ich das rechts auf rechts und steppe es hier einmal mit einem Geradstich ab. Abgesteppt habe ich das. Jetzt bügele ich die Nahtzugabe einmal auseinander hinten und bügele hier auf diese Seite einmal mein Volumenvlies drauf. Ich habe das aus zwei Teilen zugeschnitten, weil ich gar nicht mehr so viel hatte davon.
Und da schaue ich einfach, dass es jetzt nicht ganz hier an die Ecken dran kommt. Hier schneide ich noch eine kleine Rundung ein. So, dann bügele ich das erstmal dran. Nach der Größe jetzt von meinem Außenstoff schneide ich den Innenstoff zu. Dafür nehme ich jetzt wieder diesen gepunkteten Stoff. Stecke es mir etwas fest. So sieht dann mein Innenstoff aus. Und da möchte ich mehrere Ebenen einnähen, so dass man da Haarklammern und Haargummis hereintun kann. Da habe ich verschiedene Bänder, da habe ich so Donuts. Da schauen, dass sie auch gerade liegen, die Bänder. Hier habe ich noch so ein Dekoband, da möchte ich ein Camp Snap dran machen. Und zwar hier das Band annähen und hier ein Camp Snap machen auf den Stoff, so dass man das aufmachen kann und hier Haargummis draufziehen kann. So, jetzt habe ich die ganzen Bänder erstmal so platziert, wie ich sie haben möchte. Diese Teile hier, die für meine Haargummis sind, habe ich hier einmal umgeschlagen und die verstärke ich jetzt einmal mit einem Saumband, dass sie zusammenkleben und ich hier ein Camp Snap anbringen kann und auf dem Innenstoff hier von der äußeren Seite verstärke ich auch diese Stelle mit einem Bügelvlies, damit der Camp Snap hier auch gut hält. Danach fixiere ich alle Bänder hier einmal in der Nahtzugabe von außen und nähe noch einige Nähte zwischendrin, sodass hier einfach Abteilungen für die ganzen Haarklammern sind. Die ganzen Bänder habe ich jetzt fixiert und meine Camp Snaps eingebracht. Als nächstes bringe ich noch eine Schlaufe für meinen Knopf an. Und zwar schaue ich, wie viel Schlaufe ich da brauche, dass mein Knopf auch gut reingeht. Schneide es mir ab und lege es hier nach unten zeigend mittig hin. Und zwar hier bedenken, dass hier noch 1 cm Nahtzugabe ist, so dass die Schlaufe auch groß genug ist. Das fixiere ich mir auch kurz mit einem Geradstich. Jetzt lege ich mein Rückteil und die Lasche hier rechts auf rechts drauf. Und steppe es mit einem Geradstich überall zusammen und lasse an der Seite irgendwo eine Wendeöffnung. So, abgesteppt habe ich es. Bevor ich das Ganze wende, schneide ich hier in der Rundung Knipse ein, damit sich der Stoff auch hier schön hinlegt. Dabei aufpassen, dass man die Naht nicht verletzt. Hier könnte man die Ecken auch etwas zurückschneiden. Meine Wendeöffnung habe ich hier unten gemacht und jetzt wende ich das Ganze auf rechts. Und so schaut das Täschchen schon mal aus, sehr niedlich. Hier ist noch die Wendeöffnung, die geschlossen werden muss. Die Wendeöffnung kann man entweder mit einem Matratzenstich zunähen oder man steppt das Ganze nochmal rundherum ab und dabei schließt sich auch hier die Wendeöffnung. Das werde ich dann jetzt auch tun. Einmal knappkantig absteppen, abbügeln und dann kann man schon den Knopf dran nähen. So, ich habe das jetzt einmal rundherum abgesteppt. Jetzt schließe ich die erstmal und schau, wo ich den Knopf platzieren muss. Und zwar hier. Den nähe ich hier dran. Und so schaut die Tasche aus. Ich schätze, das beschenkte Mädchen wird sich riesig freuen. Christmas, some kind of love, my friend. Pick up some candy. Anstatt dem Knopf könnte man hier auch statt der Schlaufe ein Gummi dran machen oder zwei Bändel und einfach um die Tasche rumschwingen und zumachen. So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, die Nähanleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und gerne einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao!